Laut thailändischem Gesetz kann man einen Pädophilen nicht einfach nur verhaften, nur weil er pädophil ist. Ohne Beweise können wir nichts machen. Es ist leider so. Er muss die Tat begangen haben. Dann erst können wir ihn verhaften, um ihn den Prozess zu machen. Dann, nach 15 Minuten, ist es soweit. Die Polizei greift endlich ein. Okay. Get out of the car, please. Yeah? Police, get out of the car. Ein Sozialarbeiter bringt den Jungen sofort in Sicherheit. Der Einsatz läuft nach Plan. Die Polizisten sind zufrieden. Und präsentieren uns mögliche Beweismittel des Missbrauchs. Do you know how old the boy is? Wissen Sie, wie alt der Junge ist? Do you know? Wissen Sie, wie alt er ist? Do you know how old the boy is? He's 14, sir. Er ist 14. Oh nein, er hat gesagt, er sei 17. Auch mit 17 ist das noch illegal, er muss 18 sein. Der Mann hatte diesen Jungen in seinem Auto. Er ist einer der kleinsten aus der Gruppe und ist gerade 14 geworden. Sie wissen, dass es ein Verbrechen ist, kleine Jungs zu missbrauchen? Ich glaube, ich bin jetzt in Schwierigkeiten. Wie oft holen Sie sich die Jungs ins Auto? Er ist der Zweite, aber der andere war definitiv 18. Ich weiß wirklich nicht, was ich sagen soll. Ich komme schon jahrelang hierhin und hatte noch nie Ärger. Wie oft haben Sie die Jungs missbraucht während dieser Zeit? Ich glaube nicht, dass das zweite Mal ist. Das glaube ich nicht. Das zweite Mal. Sie haben damit also mit 80 angefangen? Oder wie alt sind Sie? Der erste Junge war 18 und der sah auch aus wie 18. Wie alt sind Sie? Wie alt sind Sie? 79. Und Sie wollen mir erzählen, dass Sie mit 79 Jahren angefangen haben, Jungs zu missbrauchen? Das ist aber spät. Was soll ich sagen? Aber Sie mögen kleine Jungs. Ja. Ich weiß wirklich nicht, was ich sagen soll. Der 79-jährige Engländer war Pilot bei der Royal Army. Jetzt muss er damit rechnen, dass er hier in Thailand verurteilt wird. Mittlerweile ist die Presse aus Pattaya eingetroffen. Auch die Reporter interessieren sich für diese Gegenstände, die möglicherweise vor Gericht eine wichtige Rolle spielen werden. Am Einsatzort treffen wir einen deutschen Polizisten. Er will nicht erkannt werden. Verwischen sich hier die Grenzen oder warum hat man das so häufig? Ich würde sagen, die Möglichkeiten hat er ja, für Geld kriegt man alles, sind dann sehr groß, ne? Und vor 5, 6 Jahren hat noch keiner nachgefragt, wie alt bist du denn? Da war das eigentlich ganz normal. Und auch vieles wird auch leider über Eltern, Verwandte, wenn die Jungs oder Mädels auch angeboten teilweise, praktisch geoffert, ne? Und dann ist halt 500, 600, 700 Baht, manchmal mehr, ist man dann dabei, ne? Wie muss man sich das vorstellen, geopfert? Wie beschreiben Sie das mal? Wie funktioniert das? Oder wie funktioniert das mitunter? Sagen wir so, im Gedanken für viele ist es halt nicht bei den Eltern nicht so schlimm vielleicht. Sie denken sich nicht dabei, weil sie sind in Armut aufgewachsen, leben in Armut und brauchen das Geld. Und deshalb für die Kinder, die wollen halt die Eltern unterstützen. Deshalb denken die sich dabei nicht so viel. Aber dass das Kind oder der Mensch damit kaputt gemacht wird, daran denkt halt keiner. Man denkt halt nicht an die Zukunft, an den nächsten Tag. Und deshalb ist es alles einfach hier. Kunja steht jetzt der heimischen Presse Rede und Antwort. Wieder mal ist ihm ein dicker Fisch ins Netz gegangen. Der Sozialarbeiter erklärt den Journalisten, wie gut sich der 79-Jährige vorbereitet haben muss. Das ist ein Vorhang, den er als Sichtschutz nutzt. Dieses Tuch hat er extra dafür angefertigt. Der Engländer wird jetzt zum Verhör auf die Wache gebracht. Er wird die nächste Zeit im Gefängnis bleiben, bis geklärt ist, ob ein Verfahren gegen ihn eröffnet werden kann. Und der Junge lebt jetzt wieder bei seinen Eltern, geht zur Schule und wird von Sozialarbeitern betreut.
Aber damit ist das Problem noch längst nicht aus der Welt, denn am Strand von Pattaya bieten sich seine Freunde immer noch den Touristen an. Wie wichtig ein neues Heim für Straßenkinder in Pattaya ist, zeigt auch dieser Fall. Während unserer Dreharbeiten in einem Straßenvarieté entdecken wir dieses Mädchen. Sie heißt Peck und kommt aus Kambodscha. Sie erzählt uns, dass sie 10 Jahre alt sei, dass sie ganz alleine am Strand lebe und dass sie für einen fremden Mann betteln gehen müsse. Dann zeigt sie uns ihre Narben. Sie sagt, dass sie der Mann absichtlich verletzt habe, wenn sie nicht genug Geld zusammenbekäme. Wir versorgen das Mädchen erstmal mit Lebensmitteln, denn sie hat Hunger. Wir verabreden uns für den nächsten Tag mit ihr. Dann verschwindet sie. Am nächsten Tag sind wir wieder in der Straße, wo wir das Mädchen getroffen haben. Und tatsächlich, wie verabredet, wartet sie schon auf uns. Oder besser gesagt, auf unseren Kollegen Sebastian. Zu ihm hat sie großes Vertrauen. Sie erzählt uns, dass sie vor dem Mann, für den sie betteln müsse, weggelaufen sei und dass sie jetzt bei uns bleiben will. Ihr Auge muss dringend behandelt werden. Auch deshalb beschließen wir, das Mädchen, sobald es wieder hell ist, in das neue Heim von Kunjar zu bringen. Uns bleibt nichts anderes übrig. Zusammen mit Peck verbringen wir die Nacht auf der Straße. Wir übernachten direkt vor einem Massagesalon. Am Morgen kommt eine Nachbarin und erkundigt sich nach dem Mädchen. Sie meinte, das Mädchen ist gestern zu ihr gekommen und hat gefragt, ob sie ihre Tochter sein darf. Und dann hat sie irgendwie Bett vorbereitet, Bettwäsche, Klamotten und so. Und dann hat sie irgendwie geduscht, aber ist irgendwie runtergekommen. Ne, wollte irgendwie nicht da bleiben. Dann kommt endlich unser Wagen. Zusammen mit dem Mädchen fahren wir in das neue Kinderheim von Kunjar. Wir sind gespannt, wie das Kind reagieren wird. Noch geht sie davon aus, dass wir bei ihr bleiben. Im Heim werden wir schon erwartet. Die Mitarbeiter werden sich jetzt um sie kümmern. Auch ihr Auge soll heute noch behandelt werden. Wir sind gespannt, ob sich das Mädchen hier einleben wird. Es fällt ihr schwer, Abschied von Sebastian zu nehmen. Aber er verspricht ihr, dass er bald wiederkommt. Ein paar Tage später fahren wir wieder zu Kunjar ins Kinderheim außerhalb von Pattaya. Und hier laufen die Arbeiten auf Hochtouren. Was macht ihr? Wir machen die Küche. Ihr seid schon so weit? Es geht voran. Wir machen gerade das Fundament. Und das ist der wohl vorläufig letzte Arbeitsgang. Inzwischen sind 2 neue Hütten und das Toilettenhäuschen fertig. Darauf ist Kunjar besonders stolz. Peck hat sich mittlerweile gut eingelebt, geht jeden Tag zur Schule und hat hier neue Freunde gefunden. Sie lebt hier mit 8 anderen Kindern. Und fast jede Woche kommt ein neuer Gast hinzu. Viele Kinder bleiben nicht lange. Die meisten reißen nach ein paar Tagen wieder aus. Auch dieser Junge ist erst seit 2 Tagen hier. Auch er ist sexuell missbraucht worden. Dieser Junge wurde von einem Mann missbraucht. Deshalb ist er jetzt hier. Wir haben ihn vor 2 Wochen am Strand aufgegriffen und jetzt bleibt er vorerst bei uns. Denn hier kommen jetzt erstmal alle Kinder hin, die sexuell misshandelt wurden. Kunjar hat den Jungen am Strand von Pattaya gefunden. Das Kind hat sich mittlerweile gut eingelebt und wird von den anderen Kindern akzeptiert. Ich war nie in der Schule und habe nur am Strand rumgehangen. Ich hatte dort auch Freunde zum Spielen. Dann habe ich dort einen Onkel getroffen und der hat mich mitgenommen.
Hier sind die Kinder sicher und wir werden alles dafür tun, dass sie auch glücklich werden. Ich hoffe, dass es den Kindern hier gefallen wird, damit sie hier bleiben und nicht wieder weglaufen. Straßenkinder haben in Thailand keine Lobby. Deshalb hat Kunja viel Arbeit in sein neues Projekt gesteckt. Er hat mit wenigen Mitteln auf diesem Grundstück ein neues Heim für Straßenkinder gebaut. Von den Behörden werden die Kinder ganz bewusst vernachlässigt, da sie sich so schwer ins normale Leben integrieren lassen. Dieses Heim ist für viele der erste Schritt in die Normalität.